Hi und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Tech News hier auf dem Kanal Venix. Das Format, bei dem ich euch wöchentlich darüber informiere, was sich in der vergangenen Woche so in der Tech-Szene ereignet hat. Wie immer stolz präsentiert von Teufel. Und wer genaueres zu meinen Quellen wissen möchte, schaut am besten mal bei Cashys Blog vorbei. Link natürlich in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Anfangs-Adventszeit. Ich wäre ehrlich gesagt trotzdem lieber da. Naja, jetzt geht's los. Ganz viel Spaß mit der heutigen Ausgabe. Erst vergangene Woche habe ich euch davon berichtet, dass der Bundesrat beschlossen hat, dass diese Apple Pay-Schnittstelle über NFC frei verfügbar sein muss für auch andere Anbieter. Passt Apple nicht so ganz, aber gute Nachricht an der Stelle für alle Sparkassennutzer da draußen. Ihr könnt Apple Pay, also eure Karte in Apple Pay hinzufügen, ab dem 10.12.2019, also schon in 3 Tagen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Weniger cool für Leute der Raiffeisen oder Volksbank. Dort wird das Ganze erst 2020 an den Start gehen, also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber ja, ich bin gespannt, denn eigentlich hat sich ja die Sparkasse erst anfangs dagegen gesträubt und wollten ihr eigenes Ding durchziehen, haben jetzt aber gemerkt, die ganzen Kunden fordern das. Und wie gesagt, ab dem 10.12. dann jetzt mit der Sparkasse schon kompatibel. Uber Premium startet bei uns in Deutschland. Vorerst nur in Berlin, aber dann nach und nach auch in die anderen großen Städte natürlich bei uns hier in Deutschland. Was ist Uber Premium? Ich kannte es selbst davor auch nicht, muss ich sagen. Es ist ein Dienst, also Kürze Uber, klar. Und man kann sich es eigentlich schon denken, wenn man es hört. Dort kommen dann eben nur Luxuslimousinen sozusagen zum Einsatz für Geschäftsfahrten und so weiter. Also eine E-Klasse, ein Audi A6, ein Jaguar, was weiß ich. Solche Autos seht ihr dann. Die Fahrer werden extrem wirklich bewertet und man bekommt sozusagen wirklich nur die, die super bewertet sind insgesamt. Dann kann man dem Fahrer davor irgendwelche Wünsche mitteilen, wie ob man Radio hören möchte, wie die Temperatur im Auto sein soll und und. Also wirklich ein Premium-Erlebnis und soll dann eben gerade für Geschäftskunden interessant sein. Gezahlt werden kann natürlich dann über PayPal, über Apple Pay, Google Pay und so weiter. Aber in Berlin dann eben auch bargeldmäßig noch. Ja, kommt wie gesagt schon bald, vorerst nur in Berlin. Samsung war ja lange Zeit sozusagen die Spitze des Kamera-Smartphone-Marktes. Die galten wirklich als das Handy mit der besten Kamera, die Geräte von Samsung. Mittlerweile ist das ja wirklich nicht mehr so. Selbst das CC9 Pro, also das Mi Note 10 von Xiaomi, ist höher gelistet als das aktuell beste Smartphone von Samsung. Auch Huawei, Apple und Google haben natürlich ihre Finger hier im Spiel. Schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare, was für euch das beste Kamerasmartphone ist aktuell, würde mich echt interessieren. Ja, und wie gesagt, demnach sind jetzt Informationen durchgesickert, dass das S11 wirklich wieder den Hauptfokus auf der Kamera haben soll. Es soll ebenfalls wie beim Mi Note 10 ein 108 Megapixel Kamerasensor zum Einsatz kommen. Allerdings soll es ein besserer sein als der beim Mi Note 10. Also es ist nicht der gleiche, wie anfangs vermutet wurde. Ja, ich bin gespannt. Februar 2020 ist es dann soweit. Beim Mobile World Congress in Barcelona werden wir das Ganze dann natürlich zu Gesicht bekommen. Und ja, ich denke, da werden die wieder einiges am S11 machen, dass es vielleicht sogar wieder das beste Smartphone, beziehungsweise das Smartphone mit der besten Kamera wird. In der aktuellsten Google Maps Beta 10.31.0 sind Hinweise im Code aufgetaucht, dass wir vielleicht bald ein neues Feature in Google Maps sehen. Und zwar werden dementsprechend dann hell beleuchtete Straßen markiert. Jetzt denkt ihr euch erstmal, okay, wer braucht denn sowas? Aber denkt mal weiter. Beispielsweise ist es Nacht und jemand irgendwie ist allein unterwegs, vielleicht auch eine Frau, und es ist irgendwie eine Gegend, wo man ja eher ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Dann holt man einfach das Handy raus, guckt, was sind denn jetzt so gerade um die Uhrzeit die bestbeleuchteten Straßen noch, wo am meisten los ist, wo am wenigsten passieren kann, auch mit Überfällen und sonstigen, was man sich da alles Schlimmes ausmalen kann. Von dem her finde ich es eigentlich eine ziemlich coole Funktion und hoffe, dass Google diese Funktion letztendlich auch für uns alle verfügbar macht und nicht wieder verwirft und nur als Konzept jetzt erstmal irgendwie probiert. Was meint ihr? Ich finde es eigentlich echt, wie gesagt, nur positiv. Kaum ist die iPhone 11-Reihe draußen, fangen natürlich auch schon die Gerüchte zu den kommenden iPhones wieder an. Und hier gibt es aktuell echt einiges Neues zu berichten. Anscheinend wird es ganze 5 Modelle im Jahr 2020 geben. Unter anderem das iPhone 12 mit einem 5,4 Zoll großen OLED-Display. Dann das iPhone 12 mit einem 6,1 Zoll großen OLED-Display. Weiter geht es mit einem ebenfalls 6,1 Zoll großen iPhone 12 Pro. Und dann noch die 6,7 Zoll Variante, das iPhone 12 Pro Max. Alle werden ein OLED-Screen verbaut haben. Das steht eigentlich schon so gut wie fest. Wer jetzt genau mitgerechnet hat, das waren gerade einmal 4 Modelle. Richtig, eins fehlt noch, und zwar sehr wahrscheinlich das iPhone SE 2, was ja schon sehr lange von Fans erwartet und ja,
wie gesagt, gewünscht wird. Ich selbst wäre jetzt kein Sohn-Fan, denn ich mag eigentlich große Screens, aber ich kann es absolut nachvollziehen, wenn man ein eher kleineres Gerät bei sich tragen will. Von dem her hoffe ich natürlich auch, dass wir ebenfalls auch noch das iPhone SE 2 dann zu Gesicht bekommen. In Indien hat Amazon ein neues Echo-Gerät vorgestellt, vorerst wie gesagt nur für den indischen Markt, und zwar ein Echo Input, ein Portable Speaker. Es ist im Prinzip wie ein kleiner Echo Dot mit integriertem Akku. Es gab ja schon extrem viel Zubehör von Fremdherstellern, dass man einen Dot sozusagen portabel machen konnte. Es ging noch bei dem der zweiten Generation. Mittlerweile geht es ja beim neuen nicht mehr so leicht, gerade auch wegen dem Ladeanschluss, der da jetzt zum Einsatz kommt. Aber wie gesagt, ich denke, es war längst überfällig, dass Amazon selbst jetzt mal wirklich einen tragbaren Echo rausbringt. Ich finde, das Design haben sie wirklich wieder super getroffen, ist so ein bisschen natürlich an den Echo Dot 3 angelehnt und auch an den normalen Echo, wieder mit dieser Stoffummantlung. Und ja, ich hoffe, der wird dann auch bei uns bald hier in Europa verfügbar sein oder in den USA. Bleibt abzuwarten, wie gesagt, vorerst nur in Indien. Das war's an der Stelle auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe der Tech News. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wie immer stolz präsentiert von Teufel. Und wer genaueres zu meinen Quellen wissen möchte, einfach mal bei Cashys Blog in der Videobeschreibung vorbeischauen. Schreibt mir eure Meinung zu den für euch interessantesten Themen wie immer in die Kommentare. Folgt mir gerne auf Instagram, RealVenix, und lasst mir auch hier, wie gesagt, gerne Feedback da. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, aktuell läuft ja die TechMess 2019 Aktion. Ein Adventskalender zusammen mit Jonah und Jonas. Wir verlosen insgesamt 24 Produkte bis zum 24.12.2019. Schaut euch gerne mein letztes Video mal an, findet ihr hier verlinkt. Da könnt ihr aktuell einen Echo Input mit dem Motion Sensor zusammengewinnen. Das war's an der Stelle. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.